Frau Müller, zunächst mal vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch mit Ihnen hier im deutschsprachigen Pilgerzentrum in Rom. Über dieses Zentrum wollen wir sprechen miteinander. Wo befinden wir uns in Rom? Wir befinden uns in Rom total zentral. Erst einmal herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind einfach. Das ist ja das Erste und das Erste so, wie wir Pilger auch hier begrüßen mit einem herzlichen Grüß Gott. Sie natürlich auch. Seien Sie uns hier herzlich willkommen. Wir sind gerade fast neben der Engelsburg tatsächlich. Wir befinden uns ganz zentral. Wenn man die Engelsburg im Rücken hat und einfach über die Engelsbrücke läuft, dann sind wir schon im Pilgerzentrum angekommen. Die Engelsburg hat eine interessante Geschichte. Sie war ja das Mausoleum für Papst Hadrian, dann Burg und Zufluchtsort der Päpste. Es gibt eine interessante Geschichte, warum oben auf der Engelsburg der heilige Erzengel Michael dargestellt wird. Es war um das Jahr 600, da hat in Rom eine Pest gewütet und Papst Gregor der Große hat eine Bußprozession organisiert. Und diese Bußprozession sei hier vorbeigekommen auf dem Weg nach Santa Maria Maggiore. Und dann haben die Teilnehmer, die Römer, eben den heiligen Erzengel Michael über der Engelsburg gesehen, wie er das Schwert in die Scheide gesteckt hat, als Zeichen dafür, dass die Pest ein Ende nehmen würde. Könnte ja sein, dass die Prozession genau hier zum Stehen gekommen ist, wo heute das Pilgerzentrum ist. Mhm. Frau Müller, wer ist eigentlich der Träger dieses Pilgerzentrums? Wer ist verantwortlich für dieses Pilgerzentrum? Träger vom Pilgerzentrum in Rom ist das Auslandssekretariat der Deutschen Bischofskonferenz. Und das Pilgerzentrum, das gibt es schon eine Weile tatsächlich. Also das wurde damals für das Heilige Jahr 1975 initiiert und stand hier in Rom für alle Pilger zur Verfügung, die ein Anliegen hatten, die eine Frage hatten. Und es war einfach so, dass das nur ein Pilgerzentrum auf Zeit sein sollte tatsächlich. Und dann, als Papst Johannes Paul II. Papst war, da gab es hier so viele mehr Pilger und Touristen, die in diese Stadt gekommen sind. Und dann hat man wirklich überlegt, 1980 wurde das dann fest installiert, dieses Pilgerzentrum hier. Und es steht bis heute hier natürlich mit einer veränderten Stelle. Also es gab auch schon mal einen Umzug von diesem Büro innerhalb von Rom. Aber seitdem sind wir hier. Der Umzug in Rom war ja so, dass früher das Pilgerzentrum in der Via della Conciliazione war, in dem Haus, in dem die Salvatorianer auch sind. Ganz genau. Und da war ja ein Priester, der wahrscheinlich vielen noch bekannt ist, Don Antonio Tedesco, der, glaube ich, seit 1980 dieses Pilgerzentrum geleitet Ganz hat. Genau. Und der auch, glaube ich, den Umzug hierher mit organisiert hat, also diesen Umzug mitgemacht hat. Haben Sie noch Kontakt zu Don Antonio Tedesco? Wir kriegen manchmal noch Post von ihm, das ist ganz witzig. Also so gibt es doch immer mal wieder Kontakt und auch wenn unser Kontakt zu ihm weniger geworden ist über die Jahre, also er lebt ja noch in Rom, aber nichtsdestotrotz fragen einige Pilger noch nach ihm, also der ist immer noch ein Begriff. Ich war 1986, 87 hier in Rom zu meinem sogenannten Freijahr und habe hier auch Don Antonio Tedesco und das Pilgerzentrum kennengelernt. Und damals hat das Pilgerzentrum sehr viel auch angeboten für die Freijährler. Freijährler sind ja Studenten, die zum Beispiel in den Priesterseminaren sind in Deutschland, die dann ein Jahr raus sollen aus dem Priesterseminar, am besten auch außerhalb der Diözese ein Jahr studieren. Und viele sind nach Rom gekommen, wie ich auch. Und es waren interessante Kontakte, die man untereinander auch über das Pilgerbüro geknüpft hat. Bieten Sie heute auch noch was an für die Freijährler? Also wir sind erstmal in erster Linie das Informationszentrum, wenn man so möchte. Und auch natürlich, wenn hier Studenten neu hinkommen, dann verirren die sich auch ganz schnell hier zu uns oder kommen bewusst hierher, um sich zu informieren, um bestimmte Dinge hier zu erfahren, aber auch Kontakte zu knüpfen. Und jetzt ist es so, dass das Pilgerzentrum nicht in erster Linie mehr für diese Studenten etwas anbietet. Also wenn wir Werbung bekommen, zum Beispiel von den Universitäten für Studenten, dann leiten wir das auch immer weiter. Aber aktuell ist es so, dass die Studenten eine Studentengruppe haben in der deutschsprachigen Kirchengemeinde Santa Maria dell'Anima. Und da verweisen wir auch hin. Wir haben gute Kontakte und viele Kooperationen und unterstützen uns auch gegenseitig. Und dementsprechend ist es einfach schön, dass man sich an mehreren Orten hier in Rom begegnen kann. Also es ist ja ein größeres Netzwerk hier. Und dementsprechend dort finden Studententreffen statt oder auch Gottesdienste für die Studenten, wenn ein Semester eröffnet wird. Oder Ausflüge finden dort statt, also zu ganz unterschiedlichen Orten. Das gibt es nach wie vor. Nur, also wir sind jetzt eher nochmal so ein Netzwerk und wir sind wirklich eine Informationszentrale, auch für die Studenten natürlich.
Auch gerade wenn die Studenten hier ankommen, ganz häufig fragen sie nach Unterkünften. Und wir führen eine Liste mit Unterkünften, wo Studenten anfragen können, wenn sie nach Rom kommen. Also für mich war das sehr spannend, hier ein Jahr in Rom zu sein. Wenn ich so zurückdenke, die Geschichte der Stadt, die Kunstgeschichte, der Vatikan, die Kirchen, die Weltkirche, Studenten aus der ganzen Welt. Wenn man in der Vorlesung sitzt, vor einem eine Ordensschwester aus Afrika, neben einem Priester aus Indien, links von einem ein Seminarist aus Frankreich, hinter einem damals, das war ja noch hin, da war noch der eiserne Vorhang, aus den östlichen Ländern Europas. Das hat mich sehr geprägt und hat mich eigentlich gelehrt, wie wichtig auch Offenheit für andere Menschen ist, Weltoffenheit, und dass es eigentlich keine Fremden gibt auf dieser Welt, weil wir alle irgendwie Geschwister sind in der Kirche, Volk Gottes, aber auch, dass wir eine Menschheitsfamilie sind. Das hat mich schon sehr geprägt. Frau Müller, was ich fragen möchte, Sie haben gerade die Anima erwähnt. Das ist ja die deutschsprachige Gemeinde hier in Rom. Da trifft man Sie ja auch an. Wie kommt das da dazu? Also ich muss sagen, über die ganzen Jahre hinweg ist das quasi meine Heimatgemeinde hier in Rom geworden. Also da ist immer sofort ein Netzwerk da und viele, die hier nach Rom kommen als Pilger, aber auch als Menschen, die gerade hier für eine Zeit lang wohnen wollen, die sammeln sich dort einfach. Also das ist so eine Möglichkeit, wie man dort schnell ankommt. Gerade wenn man neu ist und die Sprache noch nicht richtig spricht, dann ist das dort erstmal ein guter Anlaufpunkt. Aber ich mache da tatsächlich auch Kirchenaufsicht. Also ich bin eine von den Personen, die dann während der Öffnungszeiten hinten Ansprechpartnerin in der Kirche ist, also die Auskunft gibt oder guckt, dass die Menschen auch dort beten können, dass es nicht zu laut ist, und sorge einfach dafür, dass auch genügend Kerzen da sind. Also manchmal gehen die einfach aus, weil so viele Menschen in die Kirche kommen. Also deswegen trifft man mich dort auch ganz häufig in der Anima. KTV überträgt ja jetzt mit einer gewissen Regelmäßigkeit Sonntagsmessen aus der Anima, der Kirche der deutschsprachigen Pilger in Rom. Und die Anima ist eben auch eine Anlaufstelle in Rom für die deutschsprachigen Pilger. Was ist denn die Geschichte der Anima, wenn wir schon bei diesem Thema sind? Also ursprünglich war die Anima ein Hospiz tatsächlich. Also ein Pilgerhospiz. Ein Pilgerhospiz. Und so ist das gegründet worden und hat sich nachher aber auch wirklich umentwickelt, letztendlich zur Kirche. Also es gab eine lange Geschichte, eine schöne Geschichte. Nicht alles war schön. Manchmal gab es auch schwierige Zeiten. Aber nichtsdestotrotz war das einfach immer ein Ort für Pilger. Egal aus welchem Grund. Erst ein Hospiz und dann wurde ja dieses Hospiz zur Kirche umgebaut. Und es ist auch ein Priesterkolleg tatsächlich. Wenn Priester kommen wollen für eine weiterführende Studium zum Beispiel, dann sind sie dort herzlich willkommen. Also das ist sehr vielfältig, die Anima. Also was dort möglich ist, aber auch die Geschichte. Die Anima ist ja getragen von der österreichischen und der deutschen Bischofskonferenz. Der Rektor ist aktuell ein Österreicher, Michael Max, der Kronrektor Konrad Westle aus meiner Diözese Augsburg. Hier sind wir jetzt im Pilgerzentrum. Das Pilgerzentrum ist getragen von der Deutschen Bischofskonferenz, ist aber da für alle Pilger deutscher Sprache. Österreich, Schweiz, Deutschland, Südtirol, wo immer die deutschsprachigen Pilger herkommen. Das ist uns ganz, ganz wichtig tatsächlich. Das ist auch etwas, was beschlossen wurde, dass das nicht etwas Deutsches Inklusives ist, also Deutschlandspezifisches, sondern jeder soll sich wirklich hier willkommen fühlen. Und wir müssen aber auch sagen, dadurch, dass nicht jedes Land hier ein Pilgerbüro hat oder ein Pilgerzentrum hat, erleben wir gerade auch so einen Aufschwung von Menschen, die gar nicht aus dem deutschsprachigen Raum kommen, also die dann bei uns landen. Viele Menschen aus Indien gerade tatsächlich oder es waren letztens Pilger aus Alaska da, die uns besucht haben und Informationen wollten. Also das ist mittlerweile gerade ganz viele aus New York, die da waren, aber auch viele Italiener, die hierher kommen tatsächlich. Also wirklich ganz viele. Mittlerweile ist das ganz bunt gemischt. Aus der ganzen Welt, aber überwiegend ist doch der deutschsprachige Raum vertreten. Frau Müller, bevor wir auf die Aufgaben kommen, die das deutschsprachige Pilgerzentrum hier in Rom erledigen möchte oder die Dienste, die Sie anbieten, erstmal die Frage, wie sind Sie Mitarbeiterin dieses Pilgerzentrums geworden? Was ist denn Ihre Geschichte? Letztendlich habe ich mich schon vor ganz, ganz langer Zeit in diese Stadt verliebt und für mich war schon vor 10 Jahren klar, irgendwann, das ist ein großer Traum, nach Rom zu kommen. Und das hat sich bei mir einfach im Berufsleben ergeben, dass ich mal eine längere Zeit ins Ausland gehen konnte für 5 Wochen und das war nämlich 2021 und da bin ich nämlich hier zum Praktikum hingekommen und durfte dann hier ein Praktikum machen.
und habe mich sofort in die Aufgabe auch mitverliebt und habe gedacht, oh ja, das wäre einfach wirklich eine schöne Aufgabe, Seelsorge, aber auch Auskunft zu geben über die Stadt mit vielen Menschen, hier zusammen zu sein mit den Kollegen, aber eben halt auch mit den Menschen, die hier vorbeikommen und gerade an diesem Ort zu sein. Und dann habe ich nach diesem Praktikum meinem jetzigen Chef gefragt, ob ich hier arbeiten kann und anfangen kann zu arbeiten. Und da war ich sehr froh über seine positive Rückmeldung. Und dabei haben Sie ja, wie ich weiß, seelsorgliche Erfahrung schon aus Ihrer Heimatdiözese. Genau, in Osnabrück war ich Schulseelsorgerin und Jugendseelsorgerin in Bremen und habe dort gearbeitet. War viel mit Jugendlichen auch in der Kirchengemeinde unterwegs, mit Zeltlagern und Kinderfreizeiten. Das war immer ein großer Teil meiner Aufgabe tatsächlich und dann nachher auch im schulischen Dienst. Also da komme ich her, aus diesem Bereich. Frau Müller, zu den Aufgaben dieses deutschsprachigen Pilgerzentrums gehört es, Pilgerausweise auszustellen. Ich wusste das gar nicht. Um was geht es hier genau? Ich kann mal eben einen zeigen. So sieht ein Pilgerausweis gerade aus, den wir bekommen können oder den Pilger hier bekommen können. Und das ist ein Ausweis, der dir Menschen auszeichnet oder ausweist, die zum Beispiel zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs sind, die auf den großen Pilgerwegen unterwegs sind. Und in Italien, da gibt es ja die Via Francigena, der Frankenweg, und ein Teil davon ist auch der Franziskusweg. Und diese Menschen können so einen Ausweis bekommen tatsächlich und sammeln Stempel, wenn man so möchte. Das heißt, von den Unterkünften, wo man gewesen ist. Und das ist wie ein Nachweisheft. Und für manche ist das viel mehr als ein Stempelsammelheft, sondern das ist wie ein Erinnerungsheft, wo man sich wirklich daran langhangelt, wo ist man gewesen, mit vielen Erinnerungen dran geknüpft. Und letztendlich braucht man diese Stempel auch, denn wenn man in Rom ankommt zum Beispiel, dann darf man sich auch Rompilger nennen, wenn man 100 Kilometer zu Fuß gegangen ist bis Rom oder 200 Kilometer mit dem Fahrrad gefahren ist. Dann darf man mit diesem Ausweis in den Petersdom gehen und bekommt dort nämlich das Testimonium Petri. Das ist eine Urkunde, die einen als Rompilger auszeichnet tatsächlich. Frau Müller, ich bin jetzt seit vielen, vielen Jahren wieder mal mit dem Zug nach Rom gekommen. Bekomme ich auch so einen Pilgerausweis? Diesen Pilgerausweis hier, den kann man nicht bekommen, wenn man mit dem Zug gefahren ist. Also diesen Pilgerausweis, den kann man tatsächlich bei uns erwerben, aber auch in vielen Pilgerbüros tatsächlich. Nicht nur bei uns, aber dieser Pilgerausweis, den können nämlich Pilger bei uns bekommen, die vorhaben, von Rom aus als Pilger zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs zu sein. Aber vielmehr kommen die Pilger zu uns mit so einem Ausweis, der nicht von uns kommt, sondern von anderen Städten, wo sie gestartet sind, um einen Teil vom Via Francigena zu gehen zum Beispiel oder vom Franziskusweg. Frau Müller, um das mal nochmal auf den Punkt zu bringen, es gibt die Via Francigena, die geht von Südengland, Canterbury, ganz Frankreich durch, dann durch die Schweiz durch, bis nach Rom. Genau. Man sagt, den Weg kann man in 80 Tagen laufen. Und wer die letzten 100 Kilometer zu Fuß oder die letzten 200 Kilometer mit dem Pferd oder mit dem Fahrrad zurückgelegt hat, gilt E-Bike auch, der bekommt dann aufgrund des Nachweises in diesem Pilgerpass eine Pilgerurkunde. Ganz genau, so ist es. Stellen Sie die Pilgerurkunde aus oder der Vatikan? Sowohl als auch, aber man muss noch mal unterscheiden. Also das Testimonium Petri, die offizielle Urkunde, die kann ich einmal zeigen. Die sieht nämlich so aus. Die ist mit dem heiligen Paulus versehen und mit dem heiligen Petrus tatsächlich. Also die stellen wir hier nicht aus. Das ist eine Urkunde, die wirklich nur in St. Peter ausgestellt wird. Wir haben hier im Pilgerzentrum auch eine Urkunde tatsächlich, aber das ist wirklich nur die vom Pilgerzentrum. Von uns hier ein persönliches herzlichen Glückwunsch an die Pilger, die hier angekommen sind. Aber wir verweisen auch immer sofort auf das Testimonium Petri, damit man dann auch die offizielle Urkunde hat. Man bekommt bei Ihnen eine Pilgerurkunde und man bekommt dieses Testimonium im Vatikan. Wo im Vatikan bekomme ich dieses Testimonium? Aktuell bekommt man das in der Garderobe tatsächlich. Also man muss erst durch die Sicherheitsvorkehrungen durch. Also viele von den Pilgern, wir haben die Erfahrung gemacht, die wollen in die Petersbasilika hinein. Und es ist so, dass man, bevor man in die Petersbasilika hineingeht, muss man noch ein paar Stufen nach oben auf die Aussichtsplattform hinaufgehen und vor dieser Terrasse, bevor man die Stufen hinaufgeht, ist dort die Garderobe und dort kann man nämlich das Testimonium bekommen. Da kann man einfach so hingehen mit dem Pilgerpass. Ganz und sagt, genau. Das ist mein Nachweis, genau. Bitte gebt mir den Stempel, die Pizza. Ganz genau. Frau Müller, gibt es auch Literatur für Interessierte, die zu Fuß nach Rom gehen möchten, zum Beispiel auf der Via Francigena oder auch von Assisi herkommend oder
andere Wege? Können Sie was empfehlen? Das kann ich auf jeden Fall sehr gerne. Wir werden da auch regelmäßig nachgefragt. Und letztendlich auch von Assisi nach Rom, das ist eine sehr beliebte Strecke, aber die befindet sich ja auch auf der Via Francigena. Von daher ist das ganz gut. Also wir haben, oder ganz einfach, weil das doch sehr ähnliche Literatur dann ist. Also wir haben hier zwei Bestseller, oder die immer sehr viel gefragt werden. Also wir haben zum Beispiel, das ist so eine kleine Variante, das ist von Outdoor, und die haben unterschiedliche Teile, zum Beispiel der Via Francigena, in den Blick genommen. Das ist einfach ein total praktischer Ratgeber, das muss man auch einfach sagen, wo wirklich Unterkünfte verzeichnet sind, aber auch gute Tipps für den Start. Also das ist ein Begleiter für Menschen, die noch nie unterwegs gewesen sind, die aber auch schon unterwegs gewesen sind, in wirklich einem tollen Format, das muss man sagen. Hier sind allerdings nur Ausschnitte. Ja, also das ist nochmal ganz, ganz wichtig. Die haben alle unterschiedliche Überschriften und haben unterschiedliche Strecken im Blick. Aber die kann ich nur empfehlen. Das ist auch von Pilgern der Tipp für uns gewesen tatsächlich. Wir fragen regelmäßig nach, welche Reisebegleiter nehmen Sie tatsächlich? Und das ist einer davon. Und wir haben auch einen tatsächlich, der ist ein bisschen umfangreicher. Der heißt Der Franziskusweg. Da wird wirklich nochmal mehr mit in den Blick genommen. Also das ist wirklich ein größeres Buch tatsächlich, gerade für die Vorbereitungen. Wir haben viele Pilger, die sagen, das ist für die Vorbereitung super, weil das viel mehr und ausführlicher im Blick ist, die Strecke, aber auch einzelne Informationen zu den Unterkünften oder auch zu den Landschaften. Das ist so das, das können wir auch sehr empfehlen. Und was man nie vergessen sollte, ist, nochmal das Spirituelle mit in den Blick zu nehmen. Also Impulse für den Weg. Und genau, also es gibt einen ganz, ganz tollen Reisebegleiter, der heißt Leben Atmen. Das ist ein spiritueller Begleiter von Assisi bis nach Rom. Also der speziell genau für diesen Weg, also der, da ist wirklich für jeden Tag auch ein Etappenziel mit drin. Und der begleitet einen, aber nicht rein von den Wegen her oder zeigt Unterkünfte an, sondern das ist ein fantastischer Impulsbegleiter. Also für die Seele letztendlich. Die kann ich sehr empfehlen, diese drei. Ich bin ja schon mal auf dem Jakobusweg gegangen in Spanien, kenne das ganz gut, schon mehrmals, und bin auch schon mal auf der Via Francigena von Lucca nach Rom gelaufen. Ich muss sagen, dass der Weg viel weniger frequentiert ist wie der Jakobusweg. Das wäre mal eine echte Alternative. Ist irgendwie ursprünglicher noch. Es ist noch mehr des Pilgern. Es ist nicht so durchstrukturiert und durchorganisiert. Haben Sie Rückmeldungen von Pilgern, die zu Fuß nach Rom gekommen sind, oder können Sie was von denen erzählen? Also wenn Pilger hier ankommen und wenn wir natürlich mit den Pilgern ins Gespräch kommen, dann berichten uns die Pilger wirklich von der wunderschönen Landschaft, also von der Toskana, aber auch, also nicht nur, also je nachdem, wo sie gestartet sind, aber insgesamt. Also das ist mit das Erste, was sie uns berichten, wie wunderschön der Wanderweg ist. Also tatsächlich, dass sie absolut begeistert sind, dass sie auf dem Weg das finden konnten, wonach also sie unterwegs waren und gesucht haben tatsächlich. Also dass dieses Ruhe und Frieden und auf dem Weg sein und genau das, was sie gesagt haben, dass nicht so viele Pilger unterwegs sind. Genau das war eben halt auch eins von den Dingen, die sie gesagt haben. Aber auch, dass die Menschen, die Herbergen unterhalten, dass das ein sehr großes Willkommen war, immer, zu jeder Zeit. Und dass das Miteinander war in den Herbergen, also davon schwärmen die Pilger wirklich sehr. 2006 sind ja die Gardisten anlässlich des 500-jährigen Bestehens der Schweizer Garde zu Fuß von Bellinzona nach Rom gelaufen. Das war für mich so eine Inspiration dann, dass ich 2010 im Jahr des Priesters auch eben mich auf diesen Weg gemacht habe, eine Teilstrecke auch zurückgelegt mit einem Freund. War wirklich eine ganz tolle Erfahrung. Frau Müller, wir reden ja über die Aufgaben des deutschsprachigen Pilgerzentrums in Rom. Ich glaube, eine Ihrer wichtigsten Aufgaben ist die Verteilung von Karten für Audienzen. Wie funktioniert denn das, wenn jemand an einer Audienz mit Papst Franziskus oder mit einem anderen Papst teilnehmen möchte? Wie wendet man sich an Sie? Was machen Sie? Was bieten Sie? Also wir bieten über unsere Homepage ein Anmeldeportal. Also wenn man auf unserer Homepage ist, dann gibt es dort die Möglichkeit, Papstaudienz anzuklicken. Und dann kann man nämlich bis zu 10 Tagen vor einer Audienz, also sich Karten buchen, wenn man so möchte. Das ist ganz, ganz wichtig, weil man braucht für die Papstaudienz, die immer mittwochs vormittags stattfindet, da braucht man eine Eintrittskarte, und dann holen wir die nämlich aus dem Vatikan ab, und die Pilger haben dann die Möglichkeit,
am Montagnachmittag oder am Dienstag im Laufe während unserer Öffnungszeiten diese Karten bei uns abzuholen. Also das ist erstmal ein erster wichtiger Schritt, natürlich, um an diese Audienzkarten zu kommen. Das ist sehr unkompliziert, weil jeder darf an dieser Audienz teilnehmen. Und die Karten kosten nichts. Ganz genau, das ist ganz wichtig. Kostenlos. Dafür wird kein Geld verlangt. Gar nicht, nirgendwo. Wenn man einmal bei Papstaudienzen teilgenommen hat, dann sieht man oft am Ende, wie Brautpaare vom Papst empfangen werden. Wie können Brautpaare sich anmelden und was sind die Voraussetzungen, dass man als Brautpaar oder als Hochzeitspaar teilnehmen kann an einer Papstaudienz, vom Papst empfangen wird? Wie geht denn das? Auch das ist tatsächlich sehr unkompliziert. Erstmal muss man katholisch geheiratet haben. Das ist das Erste. Man muss also wirklich verheiratet sein. Und man muss sein Brautoutfit mitnehmen nach Rom. Also erstmal die Anmeldung, 10 Tage, also das ist das Späteste, kann man auch bei uns ganz normal eine normale Audienzkarte beantragen. Es gibt keine Sonderkarten für die Brautpaare. Und dann können sie zu uns kommen, die Karte abholen. Und wir machen immer noch mal darauf aufmerksam, dass sie in ihrer Brautkleidung oder in ihrer Hochzeitskleidung dann zur Audienz erscheinen müssen. Und sie müssen eine Kopie ihrer Hochzeitsurkunde mitbringen. Und letztendlich das Outfit, die wunderschöne Kleidung dann der Brautleute und die Urkunde der Hochzeit, das ist dann letztendlich das Wichtige, was vorgezeigt werden muss. Und dann wird das Paar in einen besonderen Bereich geführt. Weiter vorne ist das, direkt in der Nähe vom Papst. Und dann ist es aktuell so, dass das Brautpaar nach der Papstaudienz, nämlich mit den anderen Brautpaaren hintereinander weg, zum Heiligen Vater gehen darf und dann auch einen Einzelsegen bekommt. Das ist doch was Schönes. Oh ja. Gibt es da irgendwelche Limits, in welcher Zeitraum gilt nach der Hochzeit, dass man noch vom Papst empfangen wird? 4 Monate. 4 Monate. Ganz genau. Also bis 4 Monate nach der Hochzeit. Und nochmal die Frage, die können sich bei Ihnen hier anmelden, ganz oder? Ganz genau. Okay. Sehr gerne. Also alle Brautpaare in Deutschland, bitte meldet euch im deutschsprachigen Pilgerzentrum an. Genau. Innerhalb von 4 Wochen nach der Hochzeit, dann könnt ihr vom Papst auch noch ganz privat als Brautpaar, als Hochzeitspaar den Segen erhalten. Frau Müller, was haben Sie sonst noch für Aufgaben, die Sie erledigen hier im Pilgerzentrum? Also natürlich, wenn Gruppen uns anfragen, das haben wir ganz, ganz viel. Das ist wirklich eine mit unserer Hauptaufgaben neben den Audienzkarten, die wir herausgeben. Aber das bedeutet für Pilgergruppen, die uns anfragen, auch, dass wir sie unterstützen bei ihrer Reiseplanung. Das bedeutet, wenn sie zum Beispiel in einer besonderen Kirche hier in Rom Gottesdienst feiern möchten, dann fragen wir bei den Kirchen an, mit der Gruppengröße und mit dem Datum und was eben noch so an Informationen wichtig ist für die Kirche, ob diese Gruppe kommen kann und dann einen Gottesdienst dort feiern kann. Und das machen wir wirklich ganz, ganz viel, weil das wirklich ein großes Bedürfnis ist von Pilgergruppen, aber auch von Einzelpersonen, die gerne Informationen möchten zu Gottesdiensten, wie das in welcher Kirche wo funktioniert, ob man sich anmelden muss oder ob es auch öffentliche Gottesdienste gibt. Das ist so eine Sache, die Gottesdienste für Gruppen, aber auch insgesamt unterstützen wir Gruppen, gerade Großgruppen bei Planungen. Gerade wir hatten große Pilgerreisen, große aus Österreich oder aus Deutschland, die Malteser waren gerade da, auch mit Rollstühlen zum Beispiel. Das ist nochmal sehr wichtig, sich zu informieren und zu schauen, was ist da mit Großgruppen, auch mit Rollstühlen zum Beispiel möglich, wo kann man gut hingehen, einen Gottesdienst feiern, auch bei welchen Sehenswürdigkeiten. Also es gibt wie groß war so eine Gruppe wie die der Malteser? Zwischen 300 und 400 Personen. Also das waren schon wirklich viele, viele Menschen, die hier in Rom dann gleichzeitig unterwegs waren. Und dann versuchen wir bei der Programmgestaltung und Planung. Helfen Sie auch bei der Suche nach Unterkünften? Genau, allerdings ist das nicht so. Wir sind kein Vermittlungsbüro oder über uns kann man nichts buchen, auch keine Eintrittskarten und auch keine Unterkünfte. Aber wir führen eine große Liste mit religiösen Häusern in Rom und versuchen die immer wirklich möglichst aktuell zu halten. Die sind nach Stadtteilen zum Beispiel sortiert und auch in welchen Unterkünften man Deutsch sprechen kann. Das ist ja manchmal einfach noch schwierig mit der italienischen Sprache, gar keine Frage. Nicht jeder kann Italienisch sprechen und da versuchen wir zu unterstützen, wie es einfach gibt, auch mit den Bedürfnissen zum Beispiel, wo kann man mit einem Reisebus halten oder wo kann man mit dem Privat-Pkw, wo können wir zelten, wo gibt es einen Swimmingpool mit dabei oder eine Dachterrasse. Das ist so alles Mögliche an Fragen oder an Unterkünften versuchen wir dann zu unterstützen oder einen Tipp zu geben oder eben halt diese Liste weiterzuleiten, damit dann die Gruppen oder die angefragt haben, dann sich besser zurechtfinden können.
Frau Müller, dieses deutschsprachige Pilgerzentrum versteht sich ja auch als pastorales Zentrum. Was heißt das? Das heißt zum Beispiel, dass jeder zu uns kommen darf und auch ein Gespräch mit uns haben kann. Also natürlich einfach ein Hallo und ein Grüß Gott, aber auch bis dahin gehend, und das erleben wir häufig bei Pilgern, die wirklich eine lange Reise hinter sich haben und die zu Fuß zum Beispiel gekommen sind, dass da auch einfach Redebedarf ist. Ja, also dass da wirklich, dass man Erlebnisse hatte auf dem Weg, wo man das gerne loswerden möchte, gerade wenn man nach so einem langen Weg auch häufig alleine unterwegs gewesen ist und dann das erste Mal richtig über den Weg spricht und realisiert, man ist jetzt am Ziel erstmal angekommen oder man hat das eigene Ziel, was man erreichen wollte, hier geschafft. Und da ist wirklich viel los im Leben der Menschen und dann ist hier natürlich auch ein Platz, um das loswerden zu dürfen. Sie bieten sozusagen Seelsorgsgespräche an. Es ist ja ein Priester, der sie immer leitet. Kann man auch sich anmelden für ein Beichtgespräch? Das sowieso, auf jeden Fall. Aber die Gespräche finden erstmal mit den Mitarbeitern statt, die hier sind. Also die gerade Dienst haben zum Beispiel, die ein offenes Ohr haben für jeden Menschen, der erstmal hierher kommt. Aber wenn zum Beispiel die Frage nach Beichte ist, also unser Rektor hier ist auch ein Priester und der ist dann auch immer anfragbar, auch für Gottesdienste oder Segensgottesdienste. Aber wir haben auch ja die gute Kooperation zur Anima-Gemeinde. Das heißt, auch dorthin verweisen wir tatsächlich, weil die haben ja nahezu den ganzen Tag Beichtzeiten. Ja? Und da verweisen wir dann hin, wenn zum Beispiel der Wunsch nach Beichte ist. Pilger können ja auch in Not geraten. Helfen Sie auch Pilgern in Not? Können Sie sich auch hierher wenden, wenn, was weiß ich? Auf jeden Fall. Wenn Sie Ihre Sachen verlieren? Und das ganz genau, ganz genau. Das erleben wir gerade ganz, ganz häufig. Gerade wenn in Rom Hochsaison ist, dann passiert das leider, weil die Taschendiebe hier sehr gut ausgebildet sind. Also so wie wir in unserem Job hoffentlich immer sehr gut ausgebildet sind und auf dem neuesten Stand sind, sind die das eben auch. Und so haben wir das leider häufiger, dass dann wirklich kein Personalausweis mehr dort ist. Und wir haben mit den Botschaften Kontakt zum Beispiel und haben da die Kontaktdaten, damit man sich einfach an die jeweiligen Botschaften wenden kann und dann Absprachen treffen kann. Weil wenn man fliegen muss zum Beispiel und hat keinen Personalausweis mehr, dann versuchen wir die Personen da durchzulotsen, dass sie dann an einen Ersatz kommen und das dann über die jeweilige Botschaft. Also wenn es ein Problem gibt, dann gerne, dann können die Pilger sich gerne melden. Wenn man nach Rom pilgert, zumindest geht es mir so, Rom erlebt, den Vatikan erlebt, das kirchliche Leben hier mitmachen darf, das erhebt immer so die Seele. Mir hat es immer gut getan. Ich wünsche wirklich vielen, dass sie diese Erfahrung auch machen dürfen, wenn es möglich ist, vielleicht mal wieder nach Rom zu kommen und auch auf diese Art gestärkt zu werden im Glauben. Was ist Ihnen abschließend wichtig, wenn es um eine Romreise geht? Was würden Sie gern vom Pilgerzentrum aus den Leuten mitgeben noch? Ich merke immer wieder, dass wenn Gruppen eine Reise planen, dass viele Sehenswürdigkeiten natürlich im Programm sind, weil Rom hat ja so unglaublich viel zu bieten. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass die Seele hier nicht ankommen darf. Und Italien und Rom hat ja so viel mehr zu bieten. Das gute Essen, Getränke, aber auch Orte, wo Ruhe und Frieden da ist. Und manchmal ist das schön, dorthin zu gehen und nicht nur den Programmpunkten auf dem Zettel hinterher zu hetzen. Und ich gönne das allem sehr, auch diesen Ort, weil Rom ist ja einfach unglaublich voll. Wir haben hier viele Menschen, der Stadtverkehr ist einfach so enorm. Aber es gibt auch mehr als Lärm und als viele Leute. Und das wünsche ich den Menschen, dass wenn sie hierher kommen, dass sie eben halt auch eine Begegnung haben, wo die Seele hinterherkommen kann. Und dafür gibt es ja natürlich die Kirchen oder die Gräber, die wir besuchen können, wie den Petersdom, wo wir an das Petrusgrab herantreten können, dass das auch bewusst im Fokus ist. Und das wünsche ich den Menschen, die hierher kommen. Also sich nicht selber zu vergessen, sondern auch Pausen zu machen. Frau Müller, herzlichen Dank für dieses Gespräch über das deutschsprachige Pilgerzentrum in Rom. Sehr gerne.